Kleine, feine Accessoires aus Gold und Silber gehörten über die Jahrhunderte zur gehobenen Ausstattung der Grande Dame, die nicht nur im Alltag, sondern auch bei festlichen Anlässen getragen wurden. Heute stellen wir eine Auswahl exquisiter Gürtelschließen vor. Aus der Modemetropole Paris stammt eine elegante, zurückhaltend gestaltete Gürtelschnalle, deren Stempelung sie in die Jahre 1775-76 datiert. Ihr rechteckiger und profilierter Rahmen wird in regelmäßigen Abständen von zarten, übereinandergelegten Bändern geschmückt. Ausgefasst sind sie mit einer Vielzahl kleiner Diamantrosen. Das Meisterzeichen weist die Gürtelschließe als Werk des Gold- und Silberschmieds C. Nicolas Sauchet aus. In die Zeit des Biedermeiers entführt uns eine goldene Gürtelschnalle mit reich gravierter Ornamentik. Zu sehen sind Vögel zwischen geschwungenen Ranken und Blattwerk. Die etwa 1830 gearbeitete Schließe entspricht ganz dem Trend der damaligen Mode. Das Biedermeierkleid wurde häufig mit einem Gürtel getragen, den modebewusste Damen gerne durch einen auffällig gearbeiteten Verschluss akzentuierten. Auch die aufwendig gearbeitete und taillierte Kleidung um 1900 lud dazu ein, die Körpermitte mit einer großen Gürtelschnalle zu betonen. Während man abends eher Brillantschmuck anlegte, waren Silberarbeiten bevorzugte Accessoires für das Tageskostüm. Die floral gestaltete Schließe der ehemals in Mainz und Pforzheim ansässigen Firma Martin Meyer ist ein schönes Beispiel für Jugendstilschmuck in bewegter Linienführung.